So. Gut, das erste Puzzleteil schon mal, ist ja schon mal ein Anfang. Genau. So, jetzt, aber Okay. in dem Haus gibt es, glaube ich, noch ziemlich viele. Kann sein. Glaube ich. Da gibt es nämlich eins im Keller. Eins im Dachgeschoss, glaube ich. Da kommt man, glaube ich, auch irgendwo hier ins Haus rein. Ja, toll, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Bei irgendeiner Kirche gibt es auch zwei Puzzleteile. So, hier kommen wir rein. Bei einer Kirche. Aber ganz oben auf der Kirche und in der Kirche muss man. Hä? Was? Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Ja, ich habe aber noch. Die Puzzleteile habe ich noch. Hey, jetzt ist der Jinjo weg, ne? Jetzt ist der Ist Jinjo weg. klar. Warum ist der jetzt weg? Eigenartig. Ja, komm, ich. Hat Zeit, um nochmal ein Ei auszuspucken und halt andersrum. Aber kommt nicht in den Vogelmodus. Da ist die Kirche. Ja, komm auf. So, jetzt aber. Soll das hier Mozart heißen oder was? Die Mozart. Irgend so ein Alter. Puzzleteil Mozart in der Küche, in der Küche, sag ich schon, in der Kirche nachspielen, nur mit Tobi ist schon erreichbar. Wow. Mozart. Hört sich an Kann wie sein. Mozart. Kann sein, kann sein. So, aber hier geht's irgendwie. Da komme ich nur als Kürbis rein, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Sehr lame. So, raus. Als Kürbis kann man dann später auch noch durch diese Abflussrohre durch. Abflussrohre. Oder die Regenrinnen. Dort. So, du hast ein Klo. Was sprechen kann? Wahrscheinlich. Hat schon mal ein Gesicht. Nee, kann es nicht. Oh doch. Hallo. Der Bär ist zu dick. Er passt ins Logo nicht. Ah ja, es geht auch irgendwie zu einem Puzzleteil. Ja klar. In Logo. Ach, in, aha. Ach, in Logo. Ich hab gedacht, ins Logo. Dachte ich erst auch. So. Okay, überlegen. Da ist ein Labyrinth. Sieht wichtig aus. Ja, super. Gehen wir Ja, da mal Labyrinth hin. gibt's auch irgendwas. Oh, das mit dem Geist, ey. Ich hasse den Geist. Nein, geh weg! Hau ab, hau ab. Da gibt's glaube ich irgendwo ein Gin so orange. Okay. Da oben. Au. Hau ab jetzt. Wie kommt man. Ja, toll. Danke. Bitte. Kommen wir hier immer raus? So wie du halt reingekommen bist, ne? Ich meine, hier so an so einem. Das scheint nicht zu gehen. Schade. Da ist so ein riesen Gang da hinten, da muss man doch eben hinkommen. Komisch. So, vielleicht kommt man hier irgendwie rein, genau. Blöde Fledermaus. So, was war denn hier nochmal? What the fuck? Sag mal! Willst du dich vollkommen verarschen jetzt? Ah! Da ist nix. So. Ich brauch die Wabe. Genau. Was mache ich denn hier jetzt? Ah! Das wäre jetzt verschwendeter Raum irgendwie, wenn da nichts ist. Also ich finde da nichts.
Hier zur Tür kommen wir auch nicht einfach so rein, glaube ich. Moment. Oh, doch. Cool. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Was macht denn der da? Wer wagt es, Snapper zu wecken? Wie kann man Snapper heißen? Snapper. Ach, ja, du kennst meine Sprünge. So. Ist das nicht dieses Haupthaus oder so? Dieses ganz große Haus da? Ja, ja. Ja, da gibt es auch in der Nähe irgendwo einen gelben Gin, so, das ist irgendwo im Schlafzimmer. Da muss man so ein gelb erleuchtetes Fenster irgendwo einschlagen. Okay. Ich glaube von außen war das, glaube ich, dass man am Anfang gesehen hat vor der Tür da. Okay. Ah. Nee, was, aber was soll ich hier jetzt machen? Kommt gleich, warte. Wahrscheinlich ist als Kürbis irgendwas. Du musst irgendwie von Napa das Puzzleteil hinterrücks abnehmen. Ja, mit dem Kürbis wahrscheinlich irgendwie. Weil ich glaub nicht, dass ich das jetzt schon irgendwie so machen kann. Ich schau mal. Klasse, ich habe mit 13 Noten meine Bestleistung übertroffen. Wow. Bin ich ja stolz. So. Während er schläft, ist er transparent und Benjo und Kazooie können ihm das Puzzleteil entnehmen. Also irgendwie, wenn er schläft oder sowas. Ja, muss ich, gehen wir erstmal in die Kirche. Ja, da gibt es auch noch zwei Sachen. Das ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Wo ist die Kirche? Da. Ja, wie komme ich da durch? Hä? Ja, dann müsste ich ja erstmal hier irgendwie das Tor öffnen. So, jetzt, wo ist denn der Mambo? Der ist doch da, direkt hier. Ja, geh weg, ich will da jetzt vorbei. Ah! Sehr ausgefuchst. Schau mal den Schädel da drüben. Vergiss es. Das bringt's ja auch nicht wirklich, oder? Nö. Da einfach nur drüber springen. Unnötig. Aber irgendwas muss es ja bringen. Ich glaube vielleicht, dass man... Oh. So kommen wir da nicht drüber, nee. Das geht nicht. Da kommen wir durch, aber auch nur mit diesem Kürbis, glaube ich. Hier geht's in den Keller rein. Können wir auch mal gerade reingehen? Ja, da war auch noch was. Irgend so ein Geist war da, glaube ich. Ein Puzzleteil in einem der Fässer im Keller. Okay. Genauso wie der pinke Jinzo und das müsste es dann gewesen sein. Wer ist hier? Oh, das war schnell. Das ist zugefixt. Oh, blöder Geist, hau ab. Ist hier was? Nichts. Ich kann Pokémon. Was machst du hier drin? So, letzte natürlich. War ja klar. Ja. Muss ja spannend machen. So. Jetzt fehlen uns noch zwei Jinjos. Ich glaube drei. Moment. Zwei. Gelb und grün. Gelb ist ja in diesem Schlafzimmer da, wo man diese erleuchtete Fenster irgendwo einschlagen muss. Ich glaube bestimmt von außen. Ich glaube das da. Hier. Jupp. Ah! Was ist denn das für ein Bild? Das ist auch irgendwie so ein Easter Egg von irgendeinem anderen Spiel. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das heißt.
Okay. Aber das ist hier kein Schlafzimmer. Da muss das irgendwo noch ein anderes gelbes Fenster sein. Hm. Weil jetzt nicht, ob das irgendwie auf dem Dach ist oder hier irgendwo links, rechts, rundherum, keine Ahnung. Ja, das Schlafzimmer ist ja eigentlich immer weit oben. Na, na! Ey, sag mal. Vielleicht mal von hier aus gucken, wie man da am besten. Ah, okay, so kommt man noch zu diesem Mambo hin wahrscheinlich. So. Ja, so dürfte es, glaube ich, hin funktionieren. Mhm. Genau. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.